Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, von Leo und von mir. Es ist jetzt recht früh, 8 Uhr, nein, gleich 8:30 schon, oh mein Gott, die Zeit vergeht. Wir sind aufgewacht, nicht wahr? Willst du dich hinlegen? Und wollen gleich eine Runde raus, da waren wir noch nicht. Und draußen hat es heute Nacht Gott sei Dank wieder ein bisschen geregnet, was echt ganz gut ist, auch ein bisschen abgekühlt. Wir haben nur noch 16 Grad draußen. Heute war wieder mal so eine spannende Nacht. Um 3 Uhr höre ich so komische Geräusche von Leo. Dachte ich so, okay. Das habe ich geträumt oder so, aber nein. Das war so ein Geräusch, als ob er spucken möchte, aber nicht kann oder das nicht kommt. Ich dann dahin und saß da. Dachte ich, okay. Habe rausgelassen in den Garten, gepinkelt, wieder rein, wieder hingelegt. Ist eingeschlafen, dafür konnte ich nicht einschlafen. Um 5 Uhr höre ich schon wieder so ein komisches Geräusch, wie so ein. So, aber irgendwie so total merkwürdig und auch relativ laut. Im Grunde fast wie Pseudokrupp bei den Kindern. Wisst ihr, dieses Röcheln, dieses, wenn die Kinder keine Luft bekommen. Unsere beiden Kinder hatten ja so ein Pseudokrupp-Anfälle immer. Und so ein Geräusch war das. Und da habe ich gedacht, okay, ein bisschen schlecht oder so, oder ich habe keinen Plan. Ja, wieder rausgelassen, wieder in den Garten. Wollte nachher spielen, dachte ich, na gut. Ich weiß nicht, also ich bekomme, wie immer, irgendwie Angst, sobald er irgendwie was hat und die Kinder nicht da sind. Also das ist echt kein schönes Gefühl, weil man noch nicht weiß, was man machen soll. Und man weiß auch nicht, ob es normal ist. Und manchmal, wie gesagt, hat er auch schon mal auch so komisch, sich auch verschluckt zum Beispiel. Aber er hat jetzt zum Beispiel da nicht getrunken oder so. Das ist sehr, das kenne ich mittlerweile, dieses Geräusch. Und manchmal frage ich Max dann auch, ich sage manchmal, was ist das? Oh, hat sich vielleicht verschluckt oder so, wisst ihr? Und das sind so komische, undefinierbare Geräusche für mich, wo ich nicht weiß, was ist das jetzt? Also wie kann man ihm helfen? Erstickt er gleich? Oder oh, ich bin froh, wenn die Kinder wieder da sind. Wirklich. Wir hatten übrigens geschrieben gestern Abend noch und die finden das ganz toll da. Ich gucke schon zwischendurch immer mal Stories und manchmal schicken die mir auch Videos, wenn die selber oder Fotos, wenn sie was aufnehmen. Ja, die haben das Spaß. Schönes Wetter. Und das Hotel, meinen sie, ist super. Gestern hat Max nur gesagt, dass auf den Burgern gar keine Soßen waren, sondern nur trockene Brötchen, Salat, Tomate und keine Mayo, keine Burgersoße oder sowas. Das fand die so ein bisschen komisch. Hat aber trotzdem wohl geschmeckt. Aber naja, also wir wollen gleich eine Runde gehen. Eigentlich wollten wir vielleicht zum Wochenmarkt oder so mal gucken. Immerhin ist es trocken, weil ich hatte schon überlegt zwischendurch, wenn das so bleibt, dachte ich, dann fahre ich mit dem Auto wieder mal, weil wir sind schon wieder lange mit dem Auto nicht mehr gefahren. Es ist immer so praktisch, wenn man hier zu Fuß unterwegs ist und mit dem Fahrrad, bewegt das Auto ja gar nicht mehr. So, Adel macht sich jetzt fertig und dann gehen wir eine Runde. Es war so lustig, gestern habe ich die Kommentare nochmal gelesen bei dem Video. Und zwar denken einige, dass ich irgendwie schwanger bin, habe ich aber nichts von gesagt. Ich habe mich nur so gefreut, dass ich mit Alina shoppen war. Ja, deswegen habe ich gesagt, ich will auch ein Mädchen haben, weil es einfach so anders ist. Anders als mit den Jungs. Die Jungs sind ja so relativ trocken, gehen dann so irgendwie zu bestimmten Sachen, die sie halt haben wollen oder so. Und wir sind mit Alina halt quasi, die ist ja so Deko interessiert auch und Schmink interessiert. Das ist alles so ganz andere Interessen natürlich als die Jungs. Auf eine eigene Art und Weise jetzt. Ne? Also Jungs, klar, die mögen auch Parfüm zum Beispiel oder Klamotten, aber keine Deko zum Beispiel und keine Kerzen und so weiter. Und naja, und mit Alina war das echt eine schöne Erfahrung. Also da habe ich schon gedacht, so guck mal, so wie man so, wenn man eine Tochter hat zum Beispiel und mit ihr einfach so ganz normal shoppen gehen kann. Und die Jungs zum Beispiel, er mag überhaupt nicht so gerne shoppen. Er will dann auch schnell fertig sein und nur so bestimmte Sachen, genauso wie mit Schnucki, die gehen halt nicht so gerne shoppen. So Max ist da schon so ein bisschen ausdauernder, also der geht mit, sagt auch, er hat Bock. So, ist sehr, sehr ja, so lässig dabei und guckt auch dann und ja, wie gesagt, nein, also schwanger bin ich jetzt nicht. Und irgendeiner hat geschrieben, ich weiß aber gar nicht warum, Adrian soll mal ein Bier trinken und irgendwas essen. Ich verstand diesen Sinn jetzt nicht bei dem Video, also diesen Kommentar, warum auch immer. Da hat auch einer geschrieben, so hä, warum sollte er jetzt? Und naja, auf jeden Fall war das sehr, sehr amüsant gestern bei den Kommentaren. Auch eine schon geschrieben, hört doch mal genauer zu. Und dann wird immer wieder mal bei dem Video kommentiert, ich weiß gar nicht warum, es geht immer wieder so weiter, das ist quasi wie so eine Kette bei einem Video. Es geht um die Unterstützung der Kinder. Und da gehen auch so die Meinungen so ein bisschen auseinander, wobei aber die Mehrheit dann doch fürs Unterstützen quasi ist, weil ihr das auch macht. Also was auch normal ist, egal wie alt die Kinder sind. Meine Mutter unterstützt sie auch, also
Und wir sind ja schon, guck mal, ich 45, meine Schwester ist 38. Und es wird einfach geholfen in der Familie. Also ich finde auch nicht, dass es irgendwie ein altersbedingtes Ding ist, sondern wenn die Kinder Hilfe brauchen, hilft man denen, egal wie alt die sind. Deswegen, also ich habe meine Meinung so in diese Richtung. Und wie gesagt, wenn einige von euch denken, so hat auch einer geschrieben, so typisch deutsch. Kind ist 18, Hauptsache so raus aus dem Haus und am besten irgendwie gar nichts mehr mit dem Kind mehr oder weniger machen. Aber ich würde sagen, nicht, dass es typisch deutsch ist oder so. Es ist gar nicht so richtig nationalitätenabhängig, finde ich. Ansichtssache, ne? So wie man selber halt ist. Und uns wurde immer geholfen, wird immer noch geholfen und daher helfe ich meinen Kindern natürlich auch. Also ja, ist auch mal interessant, immer zu lesen, wie ihr das alles macht. Teilweise gibt es ältere Frauen zum Beispiel, die kaufen für ihre noch ältere Mütter immer noch ein. Zum Beispiel, wenn die mal im Urlaub sind oder so, oder helfen im Haushalt, putzen so ein bisschen, unterstützen sie dann auch im Alter. Ist doch schön. Also ich finde, gibt es nichts Besseres, oder? So, ich bin noch ganz kurz bei Rossmann alleine. Stücke Bio sind draußen. Guck mal, was ich gerade hier sehe. Essig- und Ölsprüher. Ich war Leo schon irgendwo. Was haben die hier noch? Das ist ein Organizer, guck mal. Für Schminke für 7,99. Ein paar Dosen. Und hier sind Teppiche, solche Läufer. Sieht noch ganz hübsch aus. Die Farbe in Beige. Sieht hübsch aus. Ist auch praktisch, sowas hier. Guck mal. Kann man mehrere Hosen beieinander hängen, einfach. Nimmt auch nicht so viel Platz weg für 4,99. Was gibt's hier noch? Pyjamas. 18,99. Günstiger ist bei H&M. Sieht auch ganz hübsch aus, ehrlich gesagt. Ich mag gerne dieses Gestreifte. Kurze Hose. Achso, und diese Kissenbezüge, guck mal. 7,99 Euro. Brauche ich jetzt nochmal hier Leinöl und dieses Müsli. So, hier haben wir Leinöl für 1,59. Guckt mal. Und dieses jetzt hier, Nativ. Es gibt nochmal Leinöl hier von Alnatura. 2,29. Und ich glaube, ich nehme das hier. Und dieses Müsli ist wie immer ausverkauft. Guck mal, dieses Urzeitgenuss. Gerade überlegt, das hier mitzunehmen, aber weiß nicht. Ist natürlich mit Zucker auch, ne? 13 Gramm habe ich geguckt. Und ich glaube, Haferflocken sind mit dabei. Bei dem anderen ja gar nicht. Wisst ihr was? Bei meiner Schwester habe ich immer so eine Sesampaste probiert. Also Sesammus. Schmeckt ja wirklich sehr, sehr gut. Auch gar kein Zucker drin, aber schmeckt trotzdem sehr so nach Sesam. Also Zucker sieht ihr gerade, ne? 0,8 kaum. Also nehme ich mal mit zum Ausprobieren für 3,29. So, wir sind jetzt zu Hause, sitzen am Frühstückstisch. Ich habe hier für mich meinen Drink wieder gemacht mit Spinat, ein bisschen Banane und schwarzen Johannisbeeren und Leinöl. Und für meinen Schnucki, und ich esse auch gleich ein bisschen was davon ab, Quark, nee, Joghurt. Joghurt mit Heidelbeeren, ein paar Nüssen und so weiter. Ja, genau, diesen Joghurt. Und Leo ist die ganze Zeit durchgelaufen, also ich musste nicht mal tragen und der ist ein bisschen jetzt kaputt. Aber trotzdem konnte er gut laufen. Gestern hat er schlapp gemacht zwischendurch, ne? Aber heute war gut. Ihr Lieben, eigentlich schneide ich gerade mein Video, habe aber jetzt die Wäsche draußen aufgehängt. Ich wollte mal ganz kurz zeigen, was ich bei H&M, bevor ich es vergesse, bestellt hatte. Und zwar diesen Hoodie hier, also ohne Kapuze, ohne gar nichts, nur schwarz-weiß gestreift. Dann diesen Rock in schwarz. Das ist eher so wie so ein T-Shirt-Stoff, wisst ihr? Fühlt sich ganz gut an, ist einfach ein ganz normaler Rock. Genau. Und dieses Oberteil, das fand ich auch ganz hübsch zum Rock dazu. Einfach mal so ein Strick-T-Shirt. Schwarz-Weiß. Das ist meine Hose von gestern. Und einmal diesen Pulli hier in Rot. Den fand ich ganz cool. Mit Paris drauf einfach. Fand ich ganz hübsch, diesen Hoodie. Genau, das ist meine Ausbeute jetzt gewesen. Ich habe es anprobiert. Passt alles. Fand ich ganz hübsch, wirklich. Sitzt auch alles super. So, Leo will spielen. Hat einen Ball gemobst oben. Ne, Leo? Hast du den Ball gemobst? Übrigens, gestern hatte ich... ich habe gestern gar kein Video aufgenommen, fällt mir gerade so ein. Und ich habe hier wieder so ein bisschen was im Garten gemacht. Unter anderem, was ich mir schon immer vorgenommen hatte, aber jetzt passt das ganz gut, weil Ash ja nicht da ist, habe ich seinen Schrank mir vorgenommen. Und zwar habe ich alle Pullis durchgewaschen gestern, die nicht gewaschen waren. Also er zieht die manchmal an, hängt die wieder rein,
zieht die wieder an, hängt die wieder rein. Die sind ja so nicht schmutzig, aber ich habe gedacht, so jetzt, wenn er nicht da ist, werde ich mal alles durchwaschen. Habe aber auch ein bisschen nach Farben sortiert. Gestern war das Wetter ja richtig super. Die Sonne schien, es war richtig warm. Also habe ich gedacht, so, ich hatte gestern 3 Maschinen Wäsche. Genau, Rest ist sowieso durchgewaschen. Heute sind nur noch seine Jeans dran. Die habe ich jetzt rangehängt. Diese Jeans ist schon frisch gewaschen. Ach, Jogginghosen gestern auch. Also einfach seinen ganzen Schrank durchgewaschen. Und dieses habe ich hier so ein bisschen nach Farben sortiert, wisst ihr? Ich habe mir gedacht, das ist so ein bisschen überschaubarer, halt dunkel, dann grau, beige und weiß. Fand ich eigentlich ganz cool. Und mal gucken, was er dann dazu sagt. Wenn nicht, dann kann er ja sich anders, alles anders aufhängen. Im Grunde, wie gesagt, habe ich bei meinem Schnuckchen bei mir das auch so ein bisschen nach Farben sortiert. Finde ich eigentlich mal ganz cool. Und genau, sein Schrank ist schon mal ordentlich. Wie gesagt, die Jeans alle, die er hatte, hängen und trocknen jetzt. Die habe ich jetzt einfach aufgehängt, weil das Wetter heute ein bisschen windiger ist und die Sonne scheint. Und jetzt gehe ich wieder mal an meinen Videoschnitt. Mein Schnucki macht jetzt eine kleine Pause, weil er hat nämlich auch schon die ganze Zeit geschnitten und sitzt, glaube ich, da. Ja. Und macht eine, könnt ihr sehen, ja. Macht eine kleine Pause vom Bildschirm, weil er macht immer zwischendurch mal Pause, weil es ist einfach manchmal zu viel, wenn du stundenlang am PC sitzt. Brauchst du auch mal irgendwie ein bisschen Abwechslung, gerade so, wenn die Sonne scheint. Das ist eigentlich richtig angenehm. So, dafür gehe ich jetzt aber an meinen Schnitt. So, und du gehst bitte nicht auf die Couch, die ich vorgestern gesaugt habe. Das war das letzte Mal ja auch. Und was habe ich? Ach so, ja, gestern hatte ich, wie gesagt, noch ganz viel Gartenarbeit gemacht. Ich hatte ja gestern, wie gesagt, frei von der Kamera. Das ist immer ganz cool. Das schaffe ich nämlich echt ein bisschen mehr. Ich zeige mal ganz kurz, was ich gemacht habe. Dafür gehen wir einmal kurz mal raus. Ich hatte Rasen gemäht sowieso gestern. Leo, willst du mitkommen? Dann komm. Ich hatte Rasen gemäht gestern. Und ich habe die Hecke geschnitten. Und zwar die sich an der Seite. Allerdings ganz normal mit der Schere, wisst ihr? Habe ich alles auf eine Länge gebracht, so ein bisschen kürzer, damit es halt nicht so wild ist und auch von der anderen Seite geschnitten bei den Nachbarn. Genau, so sieht es ansonsten aus. Genau. Aber es nimmt auch immer echt Zeit, ne? Ach so, und die Buchsbäume habe ich beschnitten. Diese hier. Genau, vorne hatte ich ja schon und die sehe ich hier nicht. So, Leo, wie sieht's aus? Kommst du mit rein? Gestern war es ein bisschen aufwendiger. Ich habe nämlich auch die ganzen Kanten nochmal ordentlich durchgegangen. Wenn man Rasen mäht, wir haben ja keine Rasenkante, sondern einfach normal zwischen Rasen und Beet, habe ich einfach mit den Händen das ganze Gras abgemacht. Und hier im Gewächshaus können wir mal die Türen einmal öffnen. Oh, und gestern Nachmittag lag ich hier auf der Decke auf dem Rasen. Das war auch total schön. So, Tomaten habe ich gestern auch gepflückt. Waren gestern ganz viele. Oh, wartet mal. So, heute kann ich auch wieder ein paar mitnehmen. Ein paar kleine. Ach, guck mal, schon wieder, das geht rucki-zucki, ne? Da zum Beispiel auch wieder eine rote. Und da wird es auch alles noch aus. Teilweise sind die noch grün, wie man das natürlich sehen kann, ne? Und das ist meine Ausbeute gewesen. Ich habe gestern schon eine so eine große Tomate gegessen und eine große Gurke. So, und das war jetzt alles hier, ne? Aber die schmecken echt gut. Also die werde ich jetzt nach und nach mal essen oder wir. Schmecken wirklich ganz anders als im Laden. Das ist so lustig. Ball lag da, er saß gerade eben. Er will mit dem Ball spielen. Soll ich den Ball mal zwischendurch mal werfen? Weil Max ist immer derjenige, der mit ihm hier richtig tobt immer. Also, gib mal den Ball aber her, weil sonst kann ich das ja nicht werfen. Oder willst du gejagt werden? Willst du gejagt werden? Ball. Gib mir den Ball her. Ball her. Leo. Du bist eine Frechdachs. Wie soll ich das dann schaffen? Na los. Gestern auf dem Rasen war das so schön. Ich frage mich immer, warum wir das nicht immer machen. Ich habe mir gestern einfach mal eine Decke genommen von der Couch da drüben, habe die ausgebreitet, die Sonne schien hier noch. Und das war so schön. Man fühlt sich ja ganz anders, wenn du richtig auf dem Boden liegst, als auf so einer Liege, ne? Deswegen fand ich es sehr, sehr entspannt gestern. Er gibt mir den Ball nicht. Du gibst mir den Ball nicht. So, los, lauf. So ein kleiner, ja, Frechdachs, echt. Hält einen auf Trab, ne? Es ist an der Zeit, aber Mittag zu machen, ihr Lieben. Und zwar habe ich schon gefühlt seit Wochen immer wieder mal Hunger auf Pfannkuchen. Aber irgendwie immer wieder was anderes dazwischen gekommen, beziehungsweise irgendwie nicht geschafft, das zu machen. Und heute mache ich wieder nach diesem Rezept mit dem Schmand. Und zwar brauchen wir 250 Gramm Schmand, 2 Eier, 30 Milliliter Öl, ein bisschen Salz, ein Becher Mehl, halben Teelöffel Backpulver und ein Becher heißes Wasser.
Diese ganzen Zutaten werden zusammen vermischt und dann werden die ein bisschen stehen gelassen und danach kann man auch schon die Pfannkuchen ausbacken. So, ich brate jetzt nach wie vor nochmal die Pfannkuchen zu Ende. Übrigens, ein Liter Teig ist dabei rausgekommen und mussten gerade zwischendurch hier echt alles retten. Auch die Wäsche auf der großen Leine, also von der großen Wäscheleine abnehmen, weil es nämlich hier gestürmt hat und geregnet hat. Jetzt scheint die Sonne wieder, als ob nichts ist, ne? Ja, was möchtest du denn, Leo? Was möchtest du? Wie jetzt? Willst du auf die Couch? Auf jeden Fall haben wir jetzt hier... Was ist denn? Alles gerettet. Also, die Pfanne ist mir doch ein bisschen zu groß, ehrlich gesagt. Ich habe ja gesehen, ne? Ich habe sowieso kleinere Pfannkuchen jetzt gebacken. Ich hätte mir doch lieber nochmal kleiner bestellen sollen. 20er, glaube ich, war Durchmesser. Aber wie gesagt, schreibt mir gerne mal, was ihr macht. Ob ihr große Pfannkuchen backt oder eher kleinere. Also ich bin eher für kleiner. So, unser Essen ist fertig, ihr Lieben. Also meine Pfannkuchen. Ich habe jetzt einmal eine Hälfte mit Apfelmus, eine Hälfte mit Schmand und Heidelbeeren. Das ist der letzte große Pfannkuchen. Ich hatte nämlich den Restteig einfach nur ausgekippt. Und das ist Essen für meinen Schnucki. Einmal Wildgulasch mit Karottenerbsen und einmal diesen Cognac-Nudeln. So, wir wollen es essen. Guten Appetit! So, wir haben jetzt gegessen. Das ist alles abgeräumt. Wir haben es ein bisschen ausgeruht, ihr Lieben. Und jetzt würde ich ganz gerne mit euch ein bisschen was basteln. Und zwar, bald ist ja Herbst. Ich denke mal, ich werde nächsten Monat schon mal anfangen, Herbst zu dekorieren. Kommt natürlich darauf an, wie das Wetter so ist. Weil das Wetter sehr schön ist, total warm. Weiß nicht, ob einem so eine Herbstdeko ist, aber wir lassen uns überraschen. Also, ich habe schon was vorbereitet. Es ist was ganz Simples, aber doch was Schönes. Ich würde sagen, ich sage jetzt mal, was wir dafür brauchen. Ich habe schon mal alles rausgelegt und zwar würde ich ganz gerne einmal dieses Tablett dekorieren. Gibt es aktuell auch wieder bei Action. Habe ich schon vor ein paar Monaten gekauft. Fand ich ganz hübsch. Gibt es sogar in weiß. Dann brauchen wir einmal so ein Windglas, je nachdem Größe, die ihr habt. Vielleicht ein bisschen Pilze. Die hatte ich jetzt nämlich auch bei Action gekauft. Die waren recht günstig, für 59 Cent, meine ich. Irgendwie so. Vielleicht 65 Cent. Muss ich jetzt lügen. Auf jeden Fall unter einem Euro ganz weit. Und eine Kerze. So, und natürlich ein bisschen Getreide. Ich habe diesmal Hafer, hatte ich ja mal gepflückt oder mal abgeschnitten mitgenommen. Ihr könnt natürlich auch Weizen nehmen oder alles, was ihr findet, so ein bisschen. Also ich finde, Getreide passt eigentlich auch ganz gut zum Herbst. Und ein Gummiband. Ich würde sagen, wir legen jetzt mal los. My head.
hübsch geworden. Also, was ganz Natürliches, was ganz Einfaches, Simples, man muss ja nicht unbedingt was viel dafür kaufen. Jeder hat mal ein Tablett zu Hause oder sowas und noch ein bisschen Getreide oder Trockenpflanzen könnt ihr auch dafür nehmen, also einfach Trockenblumen. Finde ich, passt sehr, sehr gut einfach hier für den Herbst und ich finde, das sieht ganz hübsch aus, oder? So ganz schlicht. Passt perfekt. Mein Schnucki macht gerade Holz, höre ich gerade. Der hakt schon wieder. Und Leo ist, glaube ich, oben. Er liegt jetzt zwischendurch mal auf die Treppe. Wir haben ja vorhin hier fast alle, also alle drei, geschlafen. Leo kommt komischerweise zur Ruhe, wenn wir zur Ruhe kommen. Das heißt, wenn wir uns hinlegen oder hinsetzen, legt er sich dazu und dann schläft er. Ansonsten wandert er das ganze Haus, guckt ein bisschen hier, ein bisschen da, liegt ein bisschen da und oder hier und schläft nicht richtig, weil er einfach so diese Unruhe hat und hört auch natürlich auch alles. Sei es jetzt irgendwo eine Autotür knallt, dann denkt er, okay, die Kinder kommen, fängt dann zu bellen, aber ist ja nicht so. Und naja, jedenfalls hatten wir vorhin alles hier so eine kleine Mittagspause, ne? Die Nacht war, wie gesagt, halt ein bisschen unruhiger und für ihn dann ja auch. Ja, ihr Hübschen. Also, heute Abend werde ich mal die Kerze anzünden. Oh je, oh je. Draußen bedeckt sich das alles wieder, ne? Das wird wieder gleich regnen. Das ist alles wieder grau und grau. Und wisst ihr, was ich jetzt hier gemacht habe zwischendurch? Dann muss ich es gleich nicht mehr machen. Zum Abendbrot schon mal Salate vorbereitet. Und zwar haben wir hier Eisbergsalat, Gurke, Tomate, Paprika, Radieschen, Zwiebeln, Kohlrabi drumherum gelegt. Dann kommt nur noch ein bisschen Frischkäse dazu und Mozzarella. Mache ich aber nicht jetzt, mache ich gleich. So, ich will irgendwas wieder. So, und ich für mich habe Rucola-Salat, was ich auf dem Wochenmarkt geholt habe gestern. Nein, Samstag. Dann Gurken, Tomaten, ein bisschen Gewürze, dann kommt nochmal Schafskäse dazu und ein bisschen Öl. Naja. Ja, und du willst Leckerlis haben. Na, er hat hinter dem Vorhang seine Leckerli-Box, beziehungsweise sein Glas. Er will es immer haben. Ja, ich weiß. Du willst Leckerlis, ne? Du sollst dein Essen essen. Ja, das ist richtiges Herbstwetter. Ich glaube sogar fast, dass das Hagel ist, oder? Weil für Regen ist es irgendwie alles ein bisschen zu laut. Wobei, doch, es hagelt sogar. Oh, wie krass. Und die Sonne scheint. Irgendwo ist ein Regenbogen irgendwo zu sehen, bestimmt. Ich komme heute nicht aus der Küche raus. Das ist jetzt kurz vor 5 und ich habe in diesem Schrank hier aufgeräumt. Manchmal ist es so, man nimmt was raus, stellt einfach irgendwas hin, dann nimmt man wieder raus, dann stellt man irgendwie alles vor, nicht so wie das mal war. Also, was willst du, Leo? Willst du raus im Garten? Er will irgendwas, ich weiß auch schon was, aber er kriegt das nicht, weil das zu viel ist sonst an L. So, willst du raus? Nein? Ich zeige mal ganz kurz den Schrank. Also, das war echt so ein, also war alles überfüllt irgendwie. Ich habe jetzt einiges. Geh bitte nicht in den Schrank rein, Leo. Und jetzt habe ich gedacht, so. Hab alles rausgeholt, alles ausgewischt und alles wieder einsortiert, aber ein bisschen ordentlicher. Und so sieht das Ganze aus. Ich habe jetzt da hinten die ganzen Sachen von den Kindern. Also, die haben sich letztes Mal was geholt. Irgendwelche Schokokissen und Co. Das essen sie gerne, obwohl es echt mega krass ungesund ist. Kann ich jetzt aber natürlich nicht wegtun, weil die es gekauft haben. Und dann haben wir hier eine Brotabteilung sozusagen, ein paar Wraps, ein paar von diesen Lokalbrötchen für Notfall, falls wir irgendwie selber kein Brot haben. Dieses Brot habe ich für meine Mutter geschenkt gekriegt letztes Mal. Sie sagte, sie essen das irgendwie gar nicht. Und Pizzabrötchen sind halt, nicht Pizzabrötchen, diese Pita-Taschen. Für, falls wir mal Dönertaschen essen wollen, für spontan. Ja, Leo. Habe ich gedacht, so lasse ich da mal liegen. Ja. Und das ist hier eine Abteilung halt mit Honig. Das hier habe ich gesucht heute. Kokosmandelmus und zwar mit Datteln gesüßt. Bei Rossmann gibt es nicht mehr. Zumindest ist es im Moment ausverkauft. Habe nochmal Waldhonig gefunden. Muss ich aufessen. Muss ich aufessen. Da habe ich den Honig von den Kindern. Hier haben wir einmal dieses Tahin. Das ist einmal so ein Sesammus. Das schmeckt wirklich super lecker. Die Kinder haben sich das einmal gekauft. Gebrannte Mandel. Natürlich mit Zucker. Und hier haben wir Honig, einfach Honig, Honig. Hier ist einmal so meine Ölabteilung, Bratöl da hinten, zwei Flaschen, einmal normale. Nachfüll, also alle so vollen Flaschen habe ich jetzt weggebracht, einfach in unsere Vorratskammer, weil was sollen die hier stehen? Und hier sind so ein paar Gewürze, die ich bei mir nicht reinbekommen habe, beziehungsweise die, das hier habe ich ja schon.
Das habe ich geschenkt, also das habe ich ja bestellt mal online. Dann habe ich diese Brühe hier auch geschenkt bekommen. Und sonst hier Muskat. Haben die Kinder was gekocht? Also diese beiden brauchten die dann extra, haben sie gekauft. Und Nachfüll für Kurkuma. Ja, so, das ist dann die Oberabteilung. Da ganz hinten ist es leer. Und hier haben wir einmal dieses Fach, wo halt eben auch ein paar Gläser hier stehen mit Haferflocken. Ihr seht es schon se selber, ne? Also mit Sesam, mit Röstzwiebeln und so weiter, Mohn. Also ich habe alles jetzt umgefüllt ja gehabt. Und Natron muss ich aus der Garage holen, um dieses Glas hier aufzufüllen, weil ich Natron oft benutze. Und dahinter sind halt einfach Mehle. Also einmal Bio-Leinmehl oder Gold-Leinmehl haben wir. Und hier vorne habe ich meine Dinge hingestellt. Einmal diesen Chaga-Pilzpulver. Einmal Falafel wollte ich mal gerne morgen vielleicht mal ausprobieren, was meine Schwester schon mal gemacht hat. Und das hatte ich mir auch mal bei DM geholt, Kurkuma Shot. DM oder doch DM, glaube ich, habe ich geholt. Genau, das ist alles. Salz, paar Kochbücher, natürlich nicht alle, also wir haben, glaube ich, auch gar nicht so viele. Die habe ich jetzt dahingestellt und ja, Leo will raus. Auf jeden Fall ist es jetzt ein bisschen überschaubarer und ordentlicher, als es vorher war halt, ne? Was hatten wir gerade mit Leo für Glück? Ich war gerade eine Runde gehen mit ihm und kaum sind wir zu Hause, gießt es wie aus Eimern. Also, die Salate sind jetzt fertig. Es ist jetzt Feierabend hier, ne? 18 Uhr gleich. Ich habe hier meinen Salat einmal mit Schafskäse darauf gemacht, dann ein bisschen Sesamöl und Kürbiskernöl rübergegeben und mein Schnuckchen Mozzarella, Frischkäse drauf und ich weiß nicht, ob er jetzt Fisch dazu möchte. Wahrscheinlich eher ja, dass wir noch einen Fisch dazu essen, also Makrele oder Brot, je nachdem. Ich esse meinen Salat so. Also, ihr Lieben, von den Kindern habe ich heute nichts gehört, ne? Also, Max hat mir heute Morgen nur geschrieben. Ich habe gefragt, wie geht es euch denn so? Was macht ihr so Schönes? Und die waren im Pool. Dann waren die irgendwie zum Frühstück und wollten noch in die Stadt. Und morgen oder doch morgen geht das einmal mit dem Boot raus. Die wollten, haben so eine Bootstour gebucht. Ich bin sehr gespannt. Ich habe gesagt, bitte passt auf euch auf, weil ich mache mir wirklich immer Sorgen. Und ja, schauen wir mal, ne? Na gut, also ihr Lieben, ich würde es gerne das Video jetzt hier beenden. Hoffe natürlich, dass ich euch nicht gelangweilt habe. Und wir sehen uns dann beim nächsten Vlog. Bis dann. Tschüss.